Während die chinesische Regierung im Rahmen ihrer Assimilations- und Billigarbeiterpolitik junge Uiguren und Kasachen nach Innerchina deportiert, werden zugleich chinesische Universitätsabsolventen mit dem Versprechen von Privilegien nach Ostturkestan gelockt. Das Nachrichtenportal Turkestan Times berichtete von 106 neuen chinesischen Lehrkräften, die in Merkit bei Kaschgar eingesetzt wurden. Wegen der gravierenden Menschenrechtsverletzungen Chinas hielt das Washingtoner Institut für Nahoststudien eine Konferenz unter dem Motto Ost-Turkestan-Krise. Dort debattiert wurden die Unterdrückungspolitik Chinas, Auswirkungen dieser sowie eventuelle Präventionsmaßnahmen für die Bevölkerung. Der 81-jährige in Ost-Turkestan sehr bekannte Autor Haji Mir Sahid Kerimi muss voraussichtlich wegen eines von ihm verfassten Romans für 11 Jahre hinter Gitter. Bereits ein Viertel seines Lebens verbrachte der Autor, der tausende Artikel und historische Romane über die tausendjährige Kultur der Uiguren verfasste, in den Kerkern des kommunistischen Regimes. Anlässlich eines Gedenktages versammelten sich tausende Palästinenser in Gaza. Durch ein brutales Einschreiten der israelischen Besatzersoldaten verloren 3 Palästinenser ihr Leben und 316 weitere wurden verletzt. Vergangenen Freitag forderte das algerische Volk mit einer Massendemonstration den bisher amtierenden Präsidenten Bouteflika zum Rücktritt auf. Der Protestzug soll ca. 1 Million Menschen gezählt haben. Trotz des Einsatzes von Pfeffergas und Wasserwerfern durch die Polizei wichen die Demonstranten nicht von den Straßen.